Ja. Ja, bestens. Ich habe den Spähpanzer ausgeschaltet. Ich hoffe nur, dass er dort alleine unterwegs war. Das hat ja jetzt alles hier megamäßig viel gebracht. Scheiße, es darf halt, ich brauche die Mix. Die, wo? Ah, hier, ich sehe es. Das Ich habe noch nicht so nördliche richtig Stadt. durchschaut, wie die Steuerung dieser Mix funktioniert. Und ein Alpha-Jet. Aber ich denke mal, Ja, na, die machen aber nichts. die Strela ist einfach super effizient. Ich weiß auch nicht. Ich hätte dich jetzt sehr gerne unterstützt, aber so Wenn wir jetzt richtig. hier bei Pokémon wären, wäre das jetzt folgendermaßen abgelaufen. Strela benutzte Luftabwehrrakete war nicht sehr effektiv. Genau. Soll ich Luftabwehr holen? Weil dann hole ich hier ein bisschen Luftabwehr aufs Nee, Feld. konzentriere dich mal, dass du auf anderen Wegen. Da hinten ist ein Flakpanzer. Aber wieso kann ich denn... Ich verstehe das jetzt gerade auch nicht so richtig. Nee, nicht aus, sondern... Naja, ich versuche mir jetzt mal wieder was zusammenzubasteln hier hinten. Bastelt immer was zusammen, ne? Du kennst Ich habe da mich. mal was Ich vorbereitet. habe da mal was vorbereitet. Da kenne ich Das nichts. Kennen Sie? so. Kennen Sie es? Da kenne ich nämlich nichts. Kennen Sie das? Hier, wir sollten jetzt mal möglichst zusehen, dass wir innerhalb der nächsten 14 Minuten das zweite Fahrzeug dort hinten kaputt kriegen, sonst war's das. Was denkst du, was ich hier gerade Hübsches veranstalte? Einen taktischen Rückzug? Däumchen drehen? Einen taktischen Rückzug? Aber ich kann nicht hexen. Noch ein Spähpanzerlux. Na Dann würdest du Mensch. aber lustige Geräusche zumindest dazu machen. Also sowas, kennst du das? Wie bei Bibi? Bibi, Bibi, Bibi. Bibi Blocksberg? Meinst du sowas wie Hubschraub, Schraub, 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 Schraub? Nee. Ja, das war schon die hohe Kunst des Entertainment, mein Freund. Ja. Ich versuche jetzt Dimitri einzunehmen. Das Wen? hast du jetzt davon. Ja, siehst du? So guckst du auf die Aber Karte. Dimitri, wir müssen einfach nur in Starvanger da diesen dämlichen... Mensch, sag mal, Flakpanzer Gepard. wie habe ich denn das vorhin gemacht, dass ich die losgeschickt habe? Ich bin da irgendwie ein bisschen blöde gerade, ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Da hinten ist er nämlich, glaube. Da hinten, da hinten, da hinten Da ist hinten ist viel. es, ist es nie? Da ist eine ganze Basis von da hinten. Also komm. Hallo. Ach, mit... Ja, dein guter Freund, der Rechtsklick, der macht das. Ach Mist. Dein guter Freund, der Rechtsklick, der wird das richten. Ich antworte nicht. Guck, da kommen sie schon, meine Mix. Ja. Ui. Das wird bestimmt super, super. Dimitri gesichert. Ja. Oh, und einmal mal konkret abgeschossen, weil da irgendwas, Ja, weil ja. da Flak noch irgendwo hinten im Dickicht steht. Ja, Aber ich habe definitiv. gesehen, wie das deine Mix gemacht hat. Ich bin begeistert. Naja, sagen wir mal so, also sie sind immerhin, sie sind immerhin. Ja, sie waren kurz präsent. Ich versuche mal hier die Position einzunehmen, weil ich glaube, dann generieren wir auch mehr Punkte. Und zumindest hört sich das logisch an in meinen Augen. Genau, wir spielen sie ja immer noch irgendwie zur Hälfte blind, habe ich so das Gefühl. Ja, in gewisser Weise schon, das muss man zugeben. Aha, ein Kommandopanzer gibt es also auch, oder was? Naja, couldn't Fedor. care less. So, jetzt... Ach so, du hast anscheinend das Ding schon erledigt. Was ist denn dann hier eigentlich unser Auftrag? Muss ich jetzt mal ganz dumm fragen. Was? Alle Einheiten auslöschen oder was ist dann unser Auftrag? Nein, Starbangers. Das ist ja sehr seltsam. Na, weil jetzt gerade der Punkt ja aufgelöst ist. Das heißt, du hast also das Kommandofahrzeug erwischt. Ich lösche jetzt noch aus, was hier so rumspringt. Hier kommt wieder ein Transportpanzer Fuchs. Zwei Stück, um genau zu sein. Tatsächlich hatten wir in unserer. Also ich war ja in der Kaserne, in der er stationiert war. Ich war ja Panzergren, aber wir hatten auch Panzer mit in der Kaserne stationiert. Und da war tatsächlich auch ein Ausbilder dabei, der gesagt hatte, wenn ihr auf dem Schlachtfeld unterwegs seid und euer Feind hat einen roten Stern an der Seite, dann passt bloß auf, weil da gibt es noch mehr davon. Dann lieber mal auf Jetzt Abstand kommen wieder die gehen. alten Bundeswehrkamellen. Warte, ich hol schnell meine Pfeife raus. Und koch ein Teechen. Ja. Und dann kannst du auf dem Schaukelstuhl Platz nehmen und alte Bundeswehrkamellen ablassen. Das war. Na, ist egal. Ich sehe schon, du interpretierst das wieder so, wie du das lernen möchtest. Was tue ich? Mache ich gar nicht. Also ich lasse Das. jetzt mal den Eindruck mit den vier Panzern und dem Aufklärer in
Ja, in der möglichen Basis vom Gegner und der ehemaligen. Ja, naja, ich schaue gerade mal so ein, ich gehe mal ein bisschen gucken, aber ich bin ehrlich, ich weiß gerade nicht, was unsere Ziele sind. Sollen wir in den Dings hier, Starwanger und Kiel, sollen wir dann eine Kommandoeinheit aufbauen? Weil der hat ja aktuell... Wenn ich das wüsste. Ach, der Ural ist ein Versorgungsfahrzeug, wie praktisch, das kann ich jetzt tatsächlich gebrauchen. Hätte ich aber eigentlich auch drauf kommen können, die Kette ohne, dass ist ich das... Oh, da haben wir mal wieder was erwischt. Schön. Weil das Problem ist nämlich, was ich dir ganz ehrlich und offen sage... Dass die Ketten herausspringen am Panzer? Nee, dass wir in der Logistik keine Hauptquartiereinheit mehr haben. Also der... Ach so. Der jetzt in Dimitri steht, das war wohl der Einzige. Ich schicke den jetzt mal nach oben, nach Starwanger. Okay. Falls das was bringt. Tja, na aber, was machen wir denn dann? Hälfte der Schlachtzeit bereits abgelaufen, ja, leck mich. Ja, deswegen. Wir müssen ja, wir müssen diese Siegpunkte kriegen. Wir müssen hier noch ordentlich zerstören. Jetzt verstehe ich. Es geht einfach nur darum, es kaputt zu machen. Warte, mein Flak ist treibstoffbefreit gleich. Oder zumindest meckert, dass es gerne noch welchen hätte. Nein, es geht quasi einfach nur darum, hier kaputt zu machen, was jetzt dich kaputt macht. Oh, was ist denn das jetzt? Ach so. Ja, schnell bewegen. Der hat dort überall Aufklärung drin sitzen. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass das sich jetzt hier so festgefahren hat. So ein Mist. Können wir mal schauen. Ich glaube, das war das der... Wir brauchen dringend noch irgendwie 500 Punkte. Das heißt, ja, rück da mal rein, damit wir das noch kaputt machen. Vorsicht, da. Ah, ja, das wollte ich gerade mal austesten. Ich dachte, das... Deswegen sage ich, vielleicht das wollte ich ja gerade sagen, das Ding ist, dass der dort noch Flugabwehr hat. Naja, ich sehe es schon. Ich bin zwar jetzt hier mit meiner eigenen Flak unterwegs, um die Hubschrauber dort zu entfernen, aber... Aber das klappt sehr gut. Ja, das dauert halt ein bisschen. Siehst du, da werde ich nämlich schon attachiert. Los, troff. Ich versuche dich hier, pass auf. Das ist nämlich ganz gut so, weil da kann ich dich nämlich, wenn du mir die aufklärst, kann ich dich nämlich hier versuchen zu unterstützen. Ich werde von Hubschraubern angegriffen. Also werde ich bestimmt nicht aufs Feld rausfahren und gucken, ne, wie die Raketen einschlagen. Wieso nicht? Weil das so schön ist und Spaß macht. Ach so. So, na, ich dachte, deswegen machen wir den Quatsch hier. Ja. Na, weißt du, was da vielleicht ganz schnucklig wäre an der Ecke? So eine kleine Artillerie, aber keine Ahnung. Du bist ein übelster Artilleriefreund. Ja, natürlich. Du selbst, ne? Natürlich. Ach, guck mal hier. Das war gut. Was ist denn das hier? Das ist eine Flugabwehr. Ob ich die krieg? Das ist ja witzig. Ich habe ein Bundeswehr-Versorgungsfahrzeug erobert. Ich habe gerade einen Marder Roland erwischt und der hat ordentlich Punkte gebracht. Das ist ja cool. Komm, wir haben noch 7 Minuten. Komm, das können wir vielleicht noch schaffen. Oh, Junge. Geh mir nicht aufs Spitzel. Da ist ein Flakpanzer. Ich taste mich. Oh, jetzt ist er schockiert. Oh weia. Rückzug. Geht das? Rückzug. Leopard 2A1. Da haben wir ja das gute Stück. Und da haben wir auch einen Hubschrauber. Ja, sehr der schön. Der Leopard ist eliminiert. Schnell, nur noch zwei. Wir brauchen 250 Punkte, das kriegen wir hin. Jetzt verstehe ich so langsam dieses Spielprinzip. Also es geht nur ums Kaputtmachen. Kommt doch an. Genial, oder? Was ist denn das hier hinten? Ein Flakpanzer. Wenn wir den Flakpanzer kaputt kriegen, kann ich da meine Dings reinschicken. Ich greife ja schon an. Ich habe keine freie Sichtlinie. Ja, wir haben es gleich. Jetzt machen wir keinen Stress, es sind noch 6 Minuten Zeit. Ich mache hier überhaupt keinen Stress, Junge. Doch, das ist genau das, was du gerade tust, oder wie nennst du das? Positiv motivieren. Ja. Mist, das war nicht so gut. Marder 1A2. Ha, Marder 1 noch. So, Flakpanzer gepaart. 10 Punkte, wir schaffen es. Und das war's. Jawohl. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist also der Wahnsinn, was wir hier wieder gerissen haben. Deine Killverluste-Statistik ist ja fantastisch. Meine? Na, ja. Blablabla.
1315 verloren, Alter. Na, ich hab das auch nicht verstanden. Ich war dann dort hinten mit den Panzern und auf einmal kam der Leopard an und hat sich hier einen nach dem anderen vollgeknöpft. Und bewegen konnte ich die auch. Bewegen konnte ich die auch nicht mehr, weil, weißt du? Egal. Gesehen. Weiter geht's. Das ist der Wahnsinn, wir haben das hier fast geschafft. Die 18. Panzerbrigade wurde also geschlagen. Wieder ein großer Sieg. Ich würde sagen, jetzt vergeuden wir wieder mal einen taktischen Nuklearschlag. Nukular. Das heißt Nukular. Nein, es könnte sein, dass tatsächlich jetzt die 18. Panzerbrigade sich zurückzieht Richtung Kiel. Davon gehe ich aus. Mhm. Und das wird dann für das motorisierte Schützenregiment Nummer 9, denke ich, aus zwei Richtungen dann locker anzugreifen sein hier. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal die 227. noch am Ort lassen. Weil, wie du siehst, ist das Gelände noch grau. Ja, na eben. Erstmal noch dort lassen. Mal gucken, was passiert. Mhm. So, Befehl übermitteln, ne? Bitte. Nur die, zu. Die NVA greift an. Oh, wir haben einen Konflikt in Aarhus. Zum zweiten Mal. Schon wieder. Naja, dann greifen sie halt an und müssen sie ja irgendwie mal fertig machen. Na, aber warum denn? Weil sie offensichtlich noch nicht genug runtergeschlagen worden mit ihrem Moralgut. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Ach, das ist ja witzig. Elena. Also, die Punkte, die wir eingenommen haben, die werden jetzt hier wieder angerechnet. Das ist natürlich nie unschick. So, dann wäre jetzt mal ein bisschen... wollen wir da es ähnlich machen wie jetzt oder nicht? Ich würde sagen, da der Gegner ganz offensichtlich momentan nur in Elena steht... Du meinst Rush? Ich würde auch sagen ein Rush. Ich habe mir schon mal drei von den Kollegen da geholt. Du hast anscheinend auch schon zugeschlagen, wie ich sehe. Ja, das ist eine meiner leichtesten Übungen, zuschlagen. Und ich denke mal, eine MiG wird da auch noch drin sein. So, ich werde mir direkt auch schon mal hier, warte mal, Und. Bitte? Na, Unterstützung hier. So. Flu, UA, mhm. Weil dann hole ich mir nämlich direkt eine Flakabwehr. Nee, ein Flakgeschütz, keine Flakabwehr. Aha. Flakgeschütz ist genauso gut. Naja, weißt du, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du redest nämlich ein Fragezeichen. Ein Aufklärer wäre schick. Die drei Fragezeichen. Genau. Nehmen wir doch mal den, der hält ein bisschen mehr aus. Okay. Ich würde, wenn die Schlacht beginnt, mich auf die Grenze zwischen Elena und Boris konzentrieren, damit er dort nicht abhaut. Boris? Ach so, ja. Finde ich gut. Und da werden wir jetzt einfach sehen, was uns erwartet, oder? Ich überlege gerade, ich habe jetzt natürlich meine Einheit ein bisschen doof platziert. Ich werde einfach das Ding frontal stürmen, mal gucken, wie weit ich komme. Oder? Fantastisch. Ich meine, das kann... Warte mal kurz. Ja, so ist gut. Das kann natürlich auch wieder so enden wie vorhin. Schlacht starten? Schlacht starten. Gut. Geht schon los. Ah ja, hier. Oh, der haut dort hinten auch ab. Das ist natürlich doof. Ich werde mich mal schnell bewegen. Mach mal was. Bewege dich mal schnell. Bewege dich. Ich glaube, ich habe Hubschrauber verloren. Das ist natürlich jetzt ätzend. So, meine Einheiten brechen hier durch. Aha. Das sieht gut aus. Da hinten ist das hier der Kommando. Kommando ist kaputt. Weiter geht's. Wir haben es ja quasi schon gleich. Ja? Einfach jetzt Angriff. Das schaffen wir. Wir sind quasi die glorreichen zwei. Verstehst du? Genau. Sozusagen. Oh, wir haben was wir haben ja ein Versorgungsfahrzeug. Das war's schon wieder. Ach. Das Versorgungsfahrzeug hat also völlig gelangt. Diesmal ist nicht nur ein großartiger Sieg, nein, es ist ein triumphaler Sieg. Der war auch, denke ich, ein bisschen unausgeglichen. Ach, woher? Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. So, dann gucken wir doch mal jetzt, was uns die Karte suggeriert. Jetzt, genau, die 18. Panzerbrigade nur noch einen Punkt. Genau, ich würde sagen, das dürfte jetzt gegessen sein. Und, Hoi! Na, wo fahrt die denn hin? Das hätte ich jetzt aber... Warenkorb wird sehr evakuiert. Na, weil Kiel jetzt gefallen ist, ja. Kiel ist gefallen. Das ist natürlich überraschend gewesen.
Aarhus, die Eroberung von Aarhus war das Hauptziel unserer Kampagne. Dieser Sieg bringt Ihnen 100 Moralpunkte ein. Das ist fantastisch einfach. Nachbesprechung. Trotz schwerer Verluste haben es die Pakttruppen geschafft, Aarhus unter ihre Kontrolle zu bringen. Der sowjetische Generalstab hat zuerst vorgehabt, die Offiziere, die für diese Operation verantwortlich sind, vor das Kriegsgericht zu stellen. Sind das etwa wir? Okay, aber schließlich haben sie sich entschlossen, die Lorbeeren für diesen recht unorthodoxe Manöver selbst zu ernten. Ich glaube, wir haben eine Kampagnensieg errungen. Das war die erste Kampagne. Wird auch mit sehr kurzer Dauer angegeben. Genau. Ich denke, das ja, jetzt getroffen. Ja, das war die erste Kampagne für unser allererstes zweiteiliges Let's Play zu Wargame Airland Battle. Wir werden auf jeden Fall an diesen Stellen hier noch ein bisschen weiterspielen. Und das nächste Mal könnt ihr gerne wieder mit dabei sein. Und jetzt gibt es noch ein paar abschließende Worte von Ihrem General Menenor. Nö, so viele Worte gibt es da nicht. Du könntest wenigstens den Elan unserer Truppen loben. Ja, unsere Truppen waren großartig. Aber das wissen die selbst.